Zugeschaltet ist uns Peter Westenthaler, der sich diese Rede ebenfalls angeschaut hat. Herr Westenthaler, Sie waren ja davor schon eher skeptisch. Was sagen Sie denn jetzt danach? Naja, ich habe mich sehr anstrengen müssen, dass ich wach bleibe bei dieser Langeweiler-Veranstaltung, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass die Abschaltquote sehr hoch war, wie ich auch in den sozialen Medien kurz sehen konnte. Das war einfach nichts, tut mir leid. Ich habe schon beim ersten Einstieg gesagt, wenn man von im Jahr 2030 spricht und dabei vergisst, dass sich die Menschen heute bis um 20.30 Uhr das Leben schon nicht leisten können und dann so wenig Empathie, Herzlosigkeit, aber auch Inhaltslosigkeit versprüht, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Rede mit Sicherheit nicht einmal annähernd in die Geschichte eingehen wird. Es wird nicht einmal eine Fußnote sein. Null Inhalt, keine Ansagen, keine Details. Und was mich vor allem fast schon schockiert, ist wirklich diese Empathielosigkeit. Was heißt denn Empathie für einen Politiker und vor allem für einen Bundeskanzler? Das heißt, dass man mit den Menschen mitfühlen kann, dass man ihre Probleme, Sorgen, ihre Gefühle auch versteht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Rede halte, eine Stunde, 20 Minuten und eigentlich fast überhaupt nicht die Hauptprobleme der Menschen, nämlich die Teuerung, das nicht Leben leisten können, anspreche. Das war so typisch vorbei an den Problemen der Menschen, wenn der Kanzler minutenlang darüber spricht, wie er bis 2030 erreichen will, dass sich die Menschen Einfamilienhäuser und Eigentum leisten können, um, weiß ich nicht, ein paar Millionen, dabei aber vergisst, dass die meilenweit ja weg sind von Eigenheimen und Eigentum, sondern dass die Menschen jetzt einmal Geld brauchen, um sich das Leben leisten zu können, dass man mal die Strom- und Heizkosten senken muss, die Mieten senken muss, dass man sich wieder die Grundnahrungsmittel leisten kann, dass 2,3 Millionen Menschen in Armut sind und da redet der Kanzler von Beenden der Altersarmut bis 2030. Das ist so daneben. Also ich bin wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Erwartungen gehabt in diese Rede, aber auch diese Nichterwartungen wurden noch unterlaufen. Dazu kommt ein Setting, wo ich mich wirklich frage, wo ist eigentlich die Marketingabteilung der ÖVP geblieben? Den haben sie da in einen Winkel gestellt, den Herrn Kanzler. Es war ja unglaublich eine familiäre Funktionärsveranstaltung, was ja auch viel zeigt. Das waren ja nicht einmal alle ÖVP-Funktionäre durch diese 20, 40, 50 Leute, sondern die trauen sich ja nicht mehr unter die Leute, unter die Menschen zu gehen. Das muss man ja auch mal sagen. Da wird eine Inzucht, eine Parteiinzuchtveranstaltung gemacht und genauso ist es auch drüber gekommen. Also ich bin enttäuscht. Das einzige Konsequente und Fixe dieser Rede wird sein, dass das passieren wird, was ja eigentlich alle Experten auch vermuten, dass nämlich im Jahr 2030 der gute Herr Nehammer bereits 6 Jahre nicht mehr Kanzler war. Bei 2024 wird er höchstwahrscheinlich, wenn er so weiter Politik macht, an den Menschen vorbei eine krachende Wahlniederlage erleben. Herr Westenthaler, jetzt gab es ja ein paar konkrete Ansagen, die der Kanzler gemacht hat. Unter anderem bei der Bildung hat er gesagt, Schulfach Programmieren soll kommen ab der 5. Schulstufe. Er hat gesagt, die Grunderwerbssteuer soll fallen für den Kauf des ersten Eigenheims. Die Sozialhilfe soll um 50% gekürzt werden für jene, die weniger als 5 Jahre in Österreich sind. Flächendeckende Kinderbetreuung soll es geben und er ist gegen ein Aus für den Verbrennungsmotor. Aber sind das wirklich die brennenden, die großen Themen, die er da angesprochen hat? Ich meine, unbestritten alles Themen, die nicht unwichtig sind, aber hat nicht zum Beispiel, Sie haben es eh gesagt, da eine wirklich konkrete Ansage gefehlt, was passiert beim Thema Teuerung und wie will man die Wirtschaft wieder ankurbeln? Genau, das ist das Problem. Das meine ich damit, wie er an den Menschen vorbeidenkt oder wie das die ganze ÖVP an den Menschen vorbeidenkt. Denn nicht einmal sein engstes Umfeld hat ja offenbar eine Ahnung davon, wie es den Leuten zu Hause geht. Und den Leuten zu Hause, ich habe im Moment nicht das große Problem, dass sie eine Grunderwerbsteuer für den Erwerb von Grundstück und Eigenheim zahlen müssen, weil so weit kommt gar keiner. Das kann sich gar keiner leisten im Moment, überhaupt daran zu denken, Eigentum aufzubauen. Bei dem bisschen Geld, das derzeit zur Verfügung steht, ich habe immer so gesagt, es ist im Moment eine Situation, wo am Ende des Geldes noch extrem viel Monat über ist. Das heißt, die Menschen müssen einmal überleben. Und dieser Kanzler stellt sich empathielos hin und spricht von Eigentum in Millionenhöhe und von Grunderwerbsteuer. Und die zwar halbkonkreten Ansagen, die er gemacht hat, sind auch nichts Neues. Gegen ein Verbot der Verbrennungsmotoren zu sein, höre ich seit Wochen von den Freiheitlichen, die haben eine eigene Pressekonferenz dazu gemacht. Dass man Zuwanderern, die nicht lang genug da sind, die Sozialleistungen streicht, ist eine
zentrale Hauptforderung der Freiheitlichen seit Jörg Haider, aber der Herr Kanzler mit den Grünen zahlt Zuwanderern, wenn sie nur 6 Monate im Land sind, jedes Jahr einen Klimabonus von 500 Euro aus. Also da passt wieder das Sprechen zum Handeln nicht. Also ich muss echt sagen, das war gar nichts. Das war eine Sprechübung, eine Parteitagsrede, wenn man so will. Wenn man, muss man auch sagen, wenn man als Kanzler eine Rede hält, ist halt auch ein bisschen dünn, sich nur vor Parteifunktionäre zu stellen. Das sollte auch breiter aufgesetzt sein. Aber noch einmal, die visionellen, die zentralen Punkte, nämlich die aktuellen, nicht die von 2030, sondern die von heute bis 20.30 Uhr, die Menschen bewegen, die hat er nicht angesprochen. Das kam nicht vor. Keine Lösung mit den Energiekonzernen, wie man Heizkosten und Stromkosten senkt. Keine Lösung, dass er sagt, eine Ansage, ich werde meine Justizministerin beauftragen, eine Mietsenkung einzuführen, die Mieten endlich zu senken. Ich werde die Pensionen so erhöhen, wie wir es versprochen haben, nämlich an 500er für jeden. Das findet nicht statt, weil bis 1.600 Euro kriegst du nur einen Anteil. Also es wird versprochen, was das Zeug hält, und die Menschen werden am Ende verhöhnt. Und zum Schluss noch, er hat jetzt groß angekündigt, und hat er gleich am Anfang versucht, eine Versöhnung zu machen, eine Versöhnung in der Corona-Frage. Ja, wo war denn jetzt die Einsicht? Wo ist die Fehlereinsicht? Keine einzige Fehlereinsicht, dass man Menschen weggesperrt hat, dass man jetzt ein Gesetz beschlossen hat, wo schon wieder die Impfpflicht drinnen steht. Mir fällt Ihnen noch viel ein, wir könnten den ganzen Nachmittag diskutieren, setzen nicht genügend, Herr Nehammer. Herr Westenthaler, vielen Dank für diese Analyse.